Servus und seid gegrüßt, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der Bayerischen Hofgeschichten. Ja, wie man sieht, ein langer Erntetag geht so langsam aber sicher zur Neige. Wir haben heute richtig viel geschafft, mein lieber Anton und ich. Wir haben den Weizen runter, ich bin am Ballenpressen und ja, Anton und ich haben entschieden, das Wetter ist heute so schön, warm, kein Tau bis jetzt, dass wir den Raps noch ernten. Da ist er dabei. Und ja, wenn alles gut geht, haben wir den heute auch noch unter Dach und Fach. Ich bin da eigentlich guten Mutes. Ja, und dann kehrt erstmal ein klein wenig Ruhe ein, möchte ich sagen. Weil die Sonnenblumen brauchen noch ein bisschen. Dann kommt irgendwann noch das Gerstefeld dazu. Und das war's. Ja. Wie gesagt, ich möchte heute gerne die Ballen hier noch pressen und auch noch abfahren. Hab da auch schon mit dem Werner gesprochen, ob ich die heute Abend gleich noch bringen kann. Und er meint auch, solange wie sie so schön trocken sind, bring sie gleich her. Und ja, da geht's auf jeden Fall noch ein Stück. Hab ja gesagt, die Strohballen hier, die möchte ich gerne verkaufen. Weil ich zum einen noch einiges an Stroh auf meinem Heuboden zu liegen habe. Und zum anderen haben wir ja noch den kleineren Gersteacker, der ist jetzt nicht so groß. Aber da kommen auch noch mal Ballen und die werden wir wahrscheinlich bei uns einlagern. So ist erstmal der Plan. Ja, und für den morgigen Ingame-Tag hier werde ich mal schauen müssen. Anton hat am Vormittag einen Termin auf irgendeinem Amt. Ich habe es jetzt leider vergessen, was es war. Auf jeden Fall kann er mich erstmal vormittags nicht unterstützen. Aber das ist nicht ganz so dramatisch. Ich muss hier auf jeden Fall, so rum wird der Satz richtig, auf jeden Fall Kalk ausbringen. Rapsacker müssen wir mal schauen, wie da die Werte sind. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir dort kalktechnisch ein bisschen was tun müssen. Aber naja. Auf jeden Fall will er dann um die Mittagszeit rum wieder hier sein, wenn alles klappt auf dem Amt da. Und ja, dann wird er mich bei der Bodenbearbeitung unterstützen. Dann werden wir schauen. So, das ist auch auf jeden Fall hier eine Premiere. Oh, entschuldigt bitte. Der LS-Frosch auch wieder am Start. Ist eine Premiere für den 924, mal in die Dunkelheit reinzuarbeiten. Und ich muss sagen, die Arbeitsbeleuchtung, die hat der Jörg, was ja der Vorbesitzer war, waren wir ja zusammen den Trecker abholen bei ihm oder zumindest erstmal anschauen und Probe fahren. Er hat ja das Arbeitslicht auf LED umrüsten lassen und muss ich sagen, das ist natürlich der Hammer, ne? Tag hell hier vorm Schlepper. So gefällt mir das. So. Eine letzte Bahn noch. Dann haben wir hier die Ballen gepresst. Sind doch einige geworden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht geschaut, wie viel. Aber ich denke mal, zwei Fuhren mit meinem Ursus Ballenladewagen werden es werden. Und ich werde dann hier, sobald ich fertig bin, hochfahren zum Hof. Presse abstellen.
Ballenwagen ankoppeln und vielleicht noch mal beim Anton vorbeischauen. Wie es da läuft. Hat jetzt auch nichts geschrieben, aber ist ja nicht weit weg vom Hof. Da kann man ja mal kurz hinschauen. Ich habe ihm einen Anhänger und den anderen Schlepper mit dem zweiten Anhänger hingestellt. Also ich denke mal, weiß nicht, wie die Rapsernte ausfällt, wie da so die Erträge sind, aber er sollte auf jeden Fall hinkommen mit den beiden Sachen. So, hier müssen wir aber, sehe ich gerade noch mal ran. Boah, seht ihr das, wie hell das ist? Super. Ja, die Pickup bei der Presse ist jetzt nicht so breit, wie ich mir das manchmal wünsche. Da der Dominator doch das Stroh manchmal relativ breit ablegt. Naja. Aber da können wir ja jetzt hier auf dem Rückweg nochmal die paar Fitzelchen aufnehmen, weil die hängen dann auch bloß im Grubber fest und machen Probleme. Also nehmen wir das noch auf und ja, ballen wird es keiner mehr. Ist aber nicht so schlimm. So. Gut. Klappen wir das Ding zusammen und jetzt müssen wir natürlich mal hier diese Festbeleuchtung ausmachen, sonst gibt es Ärger mit dem Dorfscheriff, falls der heute abends noch unterwegs ist. Und fahren mal hoch zum Hof. Naja, wie oft habe ich das schon bemängelt, dass die Feldwege hier so ausgefahren sind. Aber ja. Da müsste man sich wahrscheinlich mal mit den Kollegen hier zusammensetzen am Stammtisch und vielleicht drüber sprechen, ob man da nicht doch mal gemeinsam was tut, um die Wege ein bisschen aufzuschütten und zu verdichten. Mal gucken. So. Boah, die Enten, die schnattern noch was hier am Abend rum. Meine Güte. Ja, komm ruhig raus und bleib dann stehen. Ja, super machst du das. Als hätte ich nicht erst letztens Ärger gehabt. Wobei, von dem Typen ist nie wieder was gekommen. Also wahrscheinlich hat er es doch gemerkt, dass er ja, Schuld hatte. Ui, 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 ui. Kommt der Kollege noch. Ja, Juli, ne? Jeder nutzt das schöne Wetter. Es sind noch 26 Grad draußen. Boah! Perfektes Erntewetter. Aber es interessiert hier niemanden, dass man hier mit einem großen Traktor, mit einer Presse und Rundumleuchten an hochkommt. Einfach auf dem Gas stehen bleiben. Also die Fichtaler und Autofahren, das ist so ein ganz besonderes Ding da für sich. Noch weiter rechts kann ich gar nicht fahren, dann rasiere ich hier ständig die Leitplanke. Ja,
einfach nur sehen, dass wir schnell hier aus diesem Kurvengeschlängel rauskommen. Und nicht wieder irgendwo was passiert. Post auch noch unterwegs. Super. Aber wenn der um 8:30 abends mit dem Postauto noch fährt, heißt das nicht, dass er unbedingt Pakete oder sowas ausliefert. Kann doch sein, er hat sich irgendwo wieder einfach mal verquatscht. So, also im Rückspiegel sehe ich niemanden. Gut, mit der Presse muss ich auch nicht ganz so ausholen, aber ich bin jetzt da schon recht sensibel geworden hier. So, unser Mais steht auch recht gut da. Der ist auch soweit versorgt. Also da haben wir noch eine zweite Düngegabe schon verabreicht. Also müssen wir eigentlich nichts weiter warten als auf schönes Wetter hoffen. Auch mal ein bisschen Regen zwischendurch. Ne? So, langsam, langsam, langsam hier. Gut, die Presse, aber ich werde sie trotzdem gleich reinschieben in die Halle, weil, ja, wenn es dann ganz duster ist, hat man auch nicht mehr die Lust hier großartig aufzuräumen. Gut, haben wir erledigt. Hoch den Ballenwagen holen. Und dann mal einen... Kommen wir hier rum? Ah, doch, gerade so. Mal einen kurzen Abstecher zum Anton gemacht. Ah, ich sehe gerade, den Marktstand müssen wir auch noch alles abräumen. Boah, naja, aber jetzt ist erstmal Strohbergung und Ernte angesagt. Aus dem einfachen Grunde, den Dämmer will ich nicht zu lang warten lassen. Ist ja schon nett von ihm, dass ich heute Abend die Ballen noch bringen darf. Muss aber sagen, jetzt wird es doch massiv dunkel, ne? Also man denkt immer, ja, im Sommer, da sind die Nächte lang und so, aber... Quatsch, die Tage lang und die Nächte kurz, so rum, mein Gott. Naja, war ein langer Tag. Aber jetzt wird's doch ganz schön duster. So, sachte, sachte, sachte. Das ist die schöne Ecke, wo man gar nichts sieht.
Aber ich habe es ja schon mehrmals erwähnt. Die Bambis sind auch noch aktiv hier oder gerade eben, ne? So in der Abenddämmerung muss man ja immer mit starkem Wildwechsel rechnen. Ja, ich hatte es ja schon mehrmals erwähnt. Unser doch sehr, sehr grüner Bürgermeister, der ist ja strikt gegen jeden Baum und Strauch, der da irgendwie im Weg steht, dass man den wegschneiden möchte, da sein Okay zu geben. So, hier, Anton ist fleißig bei der Arbeit. Stehe ich dem jetzt im Weg hier? Warte mal, ich fahre mal ein Stück rüber. Ich werde mal hier ein Stück reinfahren und bloß mal gucken. Man hat noch ganz schön zu tun, ne? So, würde ich sagen, soll's gehen. So. Naja. Aber Anton, Daumen nach oben, alles gut. Läuft bei ihm. Aber das ist noch bestimmt hier eine Stunde Arbeit. Aber ich denke, der Junge, der macht das schon. Kann ich ihn beruhigt hier seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen lassen. Und das ist ja nun mal das Drescherfahren. Und ich werde mich weiter um das Stroh kümmern. Oh, jetzt hat er einen Tank voll. Naja, ich fahre mal weiter. Ich kann ja hier mal versuchen, einen langen Hals zu machen. Wie es hier aussieht in dem Anhänger. Oh, da ist noch nicht mal so richtig halb voll. Ich denke, er wird den anderen benutzt haben zum Abtanken. Jetzt fährt er aber hier rüber, also ist der andere wahrscheinlich voll. Schauen wir da mal rein. Wenn der voll wäre, wäre es natürlich ein gutes Zeichen, ne? Ho! Ja. Ist dann doch ernüchternd. Naja gut, aber das ist auch nicht der beste Boden hier oben. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube für einen Raps nicht ganz so optimal. So. Wieder einer geschossen. Und Stroh gibt aktuell, muss ich noch erwähnen, doch recht gute Preise. Da hatte ich mich schon mal mit dem Werner unterhalten, wo er denn das hinverkauft, weil er sagt, Stroh nimmt er aktuell jeden Ballen an, den er kriegen kann und hat da guten Absatz. Da habe ich gesagt, wo verkaufst du denn das hin hier? Ich sag, die Landwirte rundherum, die haben ja für ihr Viehzeug, denke ich mal, ihre eigenen Ballen oder für den Eigenbedarf, ne? Und verkaufen ja auch bloß den Überschuss. Ja, meint er, er hätte da
ein Holländer aufgetan, der ihm das Stroh abkauft. Der kommt dann mit einem großen LKW, Auflieger, so wie ich das schon mal gemacht habe, ne? Und die Holländer kaufen das auf für die Pilzzucht. Tja, Schorsch wieder. Wie immer unterwegs, wie vom... Ja, wie sagt man denn so schön? Wie vom Teufel gejagt oder so ähnlich. Jedenfalls immer schön eine Delle unten ins Bodenblech getreten, was das Ding hergibt. Und hinter mir hängt auch schon wieder einer. So. Halt, da kommt was. Oh, der will da jetzt nicht hier rum. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber da hängt noch eine ganzer Rattenschwanz hinten dran. So Leute, ihr seid auf der Hauptstraße. Ist denn das drin hier? Verrat mir mal, warum der nicht weiterfährt hier. Ach, nee. So, jetzt nix wie weg hier. Ist denn heute Abend hier los? Ja, lass mich doch erstmal hier. Chaos in Fichtal. Oh! Das Einzige, was die hier immer wieder richtig gut können, und das richtig gut, ist Hupen. Manometer. Ich bin froh, wenn ich jetzt hier rechts abbiegen kann und auf meinem ausgefahrenen Feldweg mich durchschütteln lassen kann. Da kommen wenigstens nicht die Verrückten gefahren. Hoffe ich zumindest. So, gut. Also sind wir gerade so heile angekommen hier. Jetzt machen wir auf jeden Fall mal hier die Festbeleuchtung an. Und klappen mal hier unseren Kollegen aus. Und hier habe ich vorhin versucht, die Ballen doch ein bisschen zentral abzulagern. Dass wir nicht immer übers ganze Feld donnern müssen. Vollmond, das wird wieder eine schlaflose Nacht. Habe ich immer so meine Probleme. Wenn Vollmond ist, dass ich schlecht schlafe und, naja, kennt vielleicht der eine oder andere von euch. So, jetzt haben wir hier noch welche liegen. Naja, zwei Fuhren werden es auf jeden Fall.
der zweite Wagen voll wird, noch, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber da oben liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, wenn ich das richtig gezählt habe. Na mal schauen. So, das haben wir. Erste Fuhre ist komplett. Naja, hier können wir es ja noch ein bisschen taghell machen. Da kann man ja fast Zeitung lesen vor dem Schlepper. So hell ist das. Ein Träumchen von Licht. So, jetzt muss ich aber leider bisschen verdunkeln, sonst stehen die anderen hier ja vor einer weißen Wand. Au! Shit, Mist, so ein Mist, ich das Schild umgefahren. Mann. Ja, irgendwas musste ja noch schief gehen heute Abend hier. Puh. Wo ist denn das hingeflogen? Ah, es liegt am Straßenrand, Gott sei Dank. Aber räum's mal ein Stück rüber, würde ich sagen. Nicht, dass da noch irgendwas passiert. Naja, kann ich morgen früh gleich bei der Gemeinde anrufen, beim Stadtbauhof. Ja, und beichten, was mir da wieder passiert ist. Mist. Naja, ich bin froh, wenn dann Feierabend ist. Wie gesagt, war ein verdammt langer Tag. So, Werner hat noch Licht, Gott sei Dank. Ach, da steht er ja. Abend, Werner. Ja, ist spät geworden, ne? Ja, eine Fuhre habe ich dann noch, hoffe ich. Okay, also einfach abladen, ne? Gut. Ich beeile mich, dass du die anderen dann in 20 Minuten spätestens hier auf dem Hof hast, ne? Gut, bis denne. So. Weg mit den Dingern. Ja, und hat auch gesagt, er zahlt sofort, weil die im Prinzip schon verkauft sind, die Ballen. So, waren 3200. Sollte vielleicht nochmal so viel werden.
Und da bin ich ganz zufrieden. Die Rapsernte da oben, das war ein bisschen ernüchternd. Gut, Freunde. Anton hat auch gerade geschrieben, er hat es geschafft. Und somit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid das nächste Mal einfach wieder mit dabei bei den bayerischen Hofgeschichten. Ich sehe jetzt zu, dass ich mit anderen zusammen die ganze Technik noch verräumt kriege. Und dann haben wir uns ein schönes Feierabendbierchen verdient. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.